Am Montagnachmittag kam es im Bereich des Siegener Bahnhofsvorplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen und einem 22-jährigen Mann. Der Streit begann im Bereich einer Bushaltestelle und setzte sich dann in einem auf der anderen Seite des Bahnhofsvorplatzes befindlichen Geschäft fort. Im Verlauf der Auseinandersetzung fügte der 34-Jährige seinem 22-jährigen Opfer mehrere Messerstiche zu, sodass dieses schließlich mit mehreren Stichverletzungen in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Täter konnte von der alarmierten Polizei noch an Ort und Stelle überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Auch die Tatwaffe wurde von der Polizei sichergestellt. Das Opfer befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 34-Jährige wurde am Dienstag auf Beschluss des Amtsgerichts Siegen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und befindet sich dort nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn ermittelt jetzt die Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Sowohl Opfer wie Täter haben einen Migrationshintergrund und sind in Siegen wohnhaft. Die weiteren Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft, unter anderem zur Motivlage des Täters, dauern noch an.